Willkommen auf dem Messertest-Kanal Knife Reviewer Germany, ich bin Chef Mike. Heute zeige ich euch das Wüsthof Classic Chefkochmesser mit der 16 cm Klingenlänge. Viel Spaß dabei! Wie ihr sehen könnt, hat das Messer die klassische Chefform, nur in klein. Die Klingenlänge beträgt 16 cm. Und es ist so wie alle anderen Messer aus der Classic Line hervorragend verarbeitet. Wir haben dieses Messer von unserem Lieblingsschleifer, dem Herrn Turm, aufbereiten lassen. Wie ihr sehen könnt, hat es eine sehr gebogene Klingenform. Damit könnt ihr also sehr gut wiegen. Es ist dafür optimiert. Der Griff ist sehr schön gefasst. Die Balance bei diesem Messer ist richtig toll. Und ob dieses Messer nun im aufbereiteten Zustand eine gute Performance hat oder nicht, seht ihr in den folgenden Tests. Beginnen wir zunächst mal mit dem ersten Eindruck. Das Messer ist relativ klein und das Gewicht ist, wie ihr hier sehen könnt, relativ überschaubar, ca. 165 Gramm. Beginnen wir mit dem Zwiebeltest. Wie ihr sehen könnt, ist das Messer so scharf wie ein Rasierklinge. Es ist übrigens schärfer als im Auslieferungszustand, nachdem Herr Turm das Messer aufbereitet hat. Es geht durch die Zwiebel wie durch Butter. Als hätte man im Grunde keinen Widerstand. Und ihr seht ja, das ist eine Metzgerzwiebel und selbst eine Metzgerzwiebel kann man bei entsprechender Handhabung auch mit so einem Messer schneiden. Es ist natürlich bequemer, wenn die Klingenlänge ein bisschen größer ist. Verwendet man hingegen die französische Technik, ist das eigentlich völlig egal. Da kommt es dann auch nicht mehr darauf an, dass man immer Brettkontakt hat. Von daher ein sehr gutes Ergebnis im Zwiebeltest. Ich meine, schaut es euch mal an. Das Messer schneidet direkt bei Kontakt einfach perfekte Würfel ab. Das ist schon richtig, richtig krass. Daher auch gerade für Leute sehr gut geeignet, die mit einer ausgeprägten Klingenlänge nicht klarkommen. Machen wir weiter mit dem Karottentest. Wie ihr wisst, braucht man auch für eine harte Karotte eine scharfe Klinge und das Messer geht hier durch die Karotte wie durch Butter. Man merkt im Grunde die Karotte nicht beim Schneiden und da kann man sich perfekt durchwiegen, dadurch, dass Karotten jetzt kein super hohes Schnittgut sind. Gleiches gilt aber natürlich auch für die französische Schnitttechnik. Ich meine, schaut euch das mal an. Auch die asiatische Schnitttechnik funktioniert mit dieser Klingengeometrie und diesem ganz konkreten Messer hervorragend. Machen wir weiter mit dem Sellerietest. Um durch eine faserige Sellerie im Wiegeschnitt zu kommen und auch die Stücke sauber abzutrennen, braucht man natürlich wahnsinnig viel Schärfe. Das Schöne bei diesem Messer ist, es arbeitet sich einfach durch die Sellerie wie durch Butter. Die Sellerie mit ihren Fasern hat überhaupt keine Chance. Das gilt natürlich auch für die französische Schnitttechnik. Das funktioniert mit diesem Messer ebenfalls hervorragend. Und nur der Vollständigkeit halber noch einmal die asiatische Schnitttechnik. Wie ihr sehen könnt, geht das hier komplett problemlos. Und dadurch, dass das Messer auch so leicht ist, kann man diese Technik auch relativ lange anwenden. Von daher ein sehr gutes Ergebnis im Sellerietest. Machen wir weiter mit dem Kohltest. Feine Arbeiten sind mit solchen Klingenlängen natürlich eigentlich prädestiniert. Das funktioniert hier, wie ihr sehen könnt, sehr gut. Im ersten Teil kann man also perfekt ein einzelnes Kohlblatt aufwickeln und in dünne Streifchen schneiden. Im zweiten Teil können wir natürlich testen, ob wir auch von einem größeren Kohlstück einfach Stücke runterschneiden können. Wir sehen können, funktioniert das hier wunderbar. Das gleiche würde auch analog mit einem ganzen Kohlkopf funktionieren. Von daher ein sehr ordentliches Ergebnis. Und selbstverständlich kann man den Kohl im Nachgang auch nochmal schön durch wiegende Bewegungen klein machen. Machen wir diesen Zusammenhang auch gleich weiter mit dem Hacktest. Ihr kennt meine favorisierte Kräuterhacktechnik. Die kann man natürlich auch beim Kohl anwenden. Wenn euch für die Technik interessiert, sie ist in der Basics-Reihe verlinkt unter den Basisschnitttechniken. Und das funktioniert mit diesem Messer hervorragend. Das ist ja auch von der Form her deswegen optimiert. Somit ein sehr gutes Ergebnis im Kohl- und Hacktest. Machen wir weiter mit dem Salamitest. Wie ihr sehen könnt, ist diese sehr, sehr dünn ausgeschliffene Klinge sehr gut geeignet, um sich hauchdünne Scheibchen von einer Salami runterzuschneiden. Das gleiche würde übrigens auch analog mit einer harten Salami funktionieren. An der Schärfe mangelt es hier jedenfalls nicht. Von daher auch ein sehr gutes Ergebnis im Salamitest. Machen wir weiter mit der tauglichen Messerpflege. Das Messer besteht aus klassischem deutschen Edelstahl. Ihr könnt es also so ziemlich mit allem pflegen. Um den Grad aufzurichten, könntet ihr einen Krummstab verwenden. Ihr könnt hier natürlich auch einen Lederriemen Politurpass verwenden. Und scharf halten könnt ihr dieses Messer mit den üblichen Verfahren, also
zum Beispiel mit einem Keramikstab, mit einem Diamantschleifstab, mit Wasserschleifstein, mit Ölschleifstein, mit Diamantschleifstein. Da habt ihr im Grunde die ganze Vielfalt an Möglichkeiten. Und wie ihr sehen könnt, ist dieses Messer jetzt mit dem neuen Schliff ein absolutes Performance-Monster, gerade als Sekundärmesser, ist dieses Schätzchen ideal. Und das ist eben das Besondere an der Classic Line von Vistuf. Das sind hochqualitative Messer, die man auch entsprechend aufbereiten kann. Und aufbereitet wurde dieses Messer vom Herrn Turm, unserem Lieblingsschleifer. Seine Kontakte stehen wie immer bei uns in der Videobeschreibung. Und für diejenigen, die das interessiert, haben jetzt auch mal nachgefragt, wie viel so eine Aufbereitung kosten würde. Bei der Klingenlänge wären das circa 16 Euro. Und gelohnt hat sich das hier absolut. Das war's mit der Review. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr etwas gelernt habt, dann lasst doch gerne ein Like, ein Abonnement und drückt doch auch gerne auf die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr von uns verpasst. Bis dann, bleibt gesund, eure Knife Reviewer Germany.